Herzlich willkommen hier aus dem Schloss Ludwigsburg. Ludwigsburg ist auch die Heimat von meinem heutigen Gast, vom Professor für Theologie, vom Siegfried Zimmer. Er sagt, ich habe Gott gar nie gesucht, ich bin aber von ihm gefunden worden. Die Sendung heisst heute «Gott überraschend anders». Wenn ich biblische Geschichten aus dem Blickwinkel von Professor Siegfried Zimmer anschaue, kommt es mir vor, wie wenn ich die Geschichten noch nie richtig gelesen hätte. Der Theologe und Pädagoge hat es gern, wenn seine Studenten ihm kritische Fragen stellen und geht auch heikle Themen nicht aus dem Weg. Heute will ich ihm ein bisschen auf den Zahn fühlen und treffen im Marmorsaal vom Schloss Ludwigsburg. Herr Professor Zimmer, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Dankeschön. Ich möchte gleich mit einer Frage beginnen, die Sie als Theologe, aber auch als Privatperson beantworten können. Braucht der Mensch Gott für ein erfülltes, gutes Leben? Streng genommen nicht. Also die Frage kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Aber wenn man die Frage mal zuspitzt, ist Gott notwendig, dass du ein gutes oder sinnerfülltes Leben führen kannst, dann muss ich sagen, nein, das ist nicht notwendig. Denn Gott hat die Menschen als Geschöpfe so geschaffen, dass er nicht einfach notwendig ist. Notwendig sind andere Dinge, Lebensmittel sind notwendig. Gott ist aber kein Lebensmittel, er ist das Leben. Das ist ein großer Unterschied. Oder Notwendigkeiten sind ja oft auch Zwänge. Pflichten sind notwendig. Wir haben so viele Notwendigkeiten, die engen uns ein. Das sind wie Gefängnismauern. Und Gott engt uns aber nicht ein. Gott ist eine Überraschung. Und das kann man nicht als notwendig bezeichnen. Eine Überraschung ist was viel Besseres als eine Notwendigkeit. Wie ist Ihnen Gott zum ersten Mal überraschend vorgekommen? Durch einen Klassenkamerad mit 19 Jahren bin ich völlig überraschend, ungeplant mit dem christlichen Glauben konfrontiert worden. Und es war für mich ein Abenteuer, eine Überraschung. Und von dieser Überraschung, dass ich Christ geworden bin, habe ich mich bis heute nicht richtig erholt. Ich erinnere mich an einen Vortrag von Ihnen, da sagen Sie, da wenden Sie sich gegen eine Pass-auf-Mentalität in christlichen Kirchen. Ja, das stimmt. Das ist ein wichtiges Element bei mir, weil ich bin ja auch Religionspädagoge. Das heißt, ich interessiere mich für Erziehungsfragen, aber auch für Fragen einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung. Und diese Formulierung Pass-auf-Mentalität, die benutze ich öfters. Und die kommt aus folgender Erinnerung. Ich war mal ein junger Vikar und war zuständig für die Kinderkirche oder manche sagen auch Sonntagsschule. Und die sangen bei der ersten Sitzung Freitagabend, sangen die ein Lied und es hieß, pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Da wurden sämtliche Körperteile durchgemacht und dann kam immer der Refrain, denn der Vater im Himmel blickt herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Dieses Lied finde ich ein Verbrechen an der Kinderseele. Es gibt zwar trotzdem Kinder, denen das nicht viel ausmacht, hat man aber Glück gehabt. Gell? Das wird so eine allgemeine Ängstlichkeit erzeugt. Du musst aufpassen, dass du keine Fehler machst, dass du keine Sünde begehst. Und das ist, finde ich, man kann sich da gar nicht gesund entwickeln. Ich würde das Lied umformulieren. Habe Mut, kleines Auge, auch dorthin zu gucken, wo andere nicht hingucken. Habe Mut, kleines Ohr, die Seufzer deiner Klassenkameraden zu hören. Also ich bin dafür, dass der christliche Glaube die Menschen ermutigt, inspiriert, neugierig macht, Entdeckerfreude. Aber diese Ängstlichkeit, diese Sündenvermeidungstechnik und diese Abgrenzungsmentalität, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Und wenn ich 50 bin, dann muss ich zum Psychotherapeuten, weil das Leben ist eben viel mehr als ein Aufpassen. Das Leben ist auch ein Risiko, ein Wagnis. Und wenn ich eine Bauchlandung mache, dann mache ich eine Bauchlandung und da lerne ich auch was draus. Wer ist denn Gott? Gute Frage. Ja, also da würde ich mal spontan sagen, Gott ist erstmal ein Geheimnis. Unter einem Geheimnis verstehe ich mehr als unter einem Rätsel.
Weil ein Rätsel kann man lösen und dann verliert es seine Attraktivität. Ein Geheimnis kann man gar nicht lösen. Man kann nur immer tiefer in ein Geheimnis hineingezogen werden. Ein Geheimnis kann sehr spannend sein. Wenn ich Geheimnis meine, dann sage ich auch, Gott ist verborgen. Man kann durch die Vernunft oder durch die Wissenschaft ihn nicht feststellen. Er erscheint auf keinem Radar und er kann auch nicht unter ein Mikroskop gelegt werden. Er ist kein Gegenstand dieser Welt. Aber in der Faszination spüre ich ihn, auch in anderen Gewissensvorgängen. Andererseits glaube ich, dass Gott sich in der Geschichte schon mal gemeldet hat, bei den Propheten, bei Jesus aus Nazareth, bei den Aposteln. Also der christliche Glaube ist auch eine Geschichtsreligion. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Gott hat sich bereits einmal gemeldet, aber er meldet sich durchaus auch heute. Stimmen Sie mit den Aussagen überein, die sagen, Jesus hat einen Absolutheitsanspruch erhoben. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir Gott finden wollen, müssen wir uns an Jesus halten. Würden Sie das bejahen? Ja, das bejahe ich, aber ich verstehe es trotzdem anders wie viele andere. Ich sage mal zuerst, was ich bejahe. Also das, was Sie gesagt haben, ist ein Satz aus dem Johannesevangelium, der heißt vollständig, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, ich glaube, dass diese Aussage stimmt. Ich sage nicht gern Absolutheitsanspruch, weil das Wort absolut ist so autoritär, diktatorisch. Man könnte es auch anders sagen. Wie könnte man es zum Beispiel anders sagen? Ja, dass Jesus etwas Einzigartiges ist und dass er einen hohen Anspruch erhebt. Jetzt, ich bejahe also diesen Anspruch, aber wo ich mich unterscheide von, sag mal, engeren Formen des christlichen Glaubens, die mich nicht überzeugen, wie Jesus diesen Anspruch in die Tat umsetzen wird, das weiß ich nicht. Ich traue ihm da unbekannte Möglichkeiten zu. Also, dass Jesus Möglichkeiten hat, auch in anderen Religionen zu wirken, auch zum Beispiel nach dem Tod noch zu wirken. Ich rechne damit, dass viele Menschen seit der Steinzeit oder eben Hinduisten, Muslime, Atheisten, die Mehrzahl der Menschen hatte keine ernsthafte Chance, Jesus qualifiziert kennenzulernen. Und da gehe ich davon aus, dass das auch nach dem Tod noch möglich sein wird. Und so hat Jesus Möglichkeiten, die Menschen zu gewinnen. Ich unterscheide zwischen dem Anspruch Jesu. Es gibt aber nach meiner Meinung keinen Absolutheitsanspruch des Christentums. Es gibt nur einen von Jesus Christus, aber nicht des Christentums. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ich habe Gott gesucht und irgendwann mal gefunden. Und andere, die kenne ich, die sagen, ich habe eigentlich gar nicht gesucht, ich wurde gefunden. Zu welcher Kategorie gehören Sie? Ich wurde gefunden, ja. Ja. Eben deswegen ist Gott für mich seitdem eine Überraschung. Es gibt so ein Gleichnis Jesu, ein Tagelöhner pflügt und er findet beim Pflügen ungesucht einen Schatz. Und dann, das ist ein Doppelgleichnis, erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Perlenkaufmann, der sucht schon jahrelang nach einer Perle und findet es auch. Und es ist wie wenn Jesus sagt, es gibt den Typ A und den Typ B. Es gibt Menschen, die haben Gott gar nicht in ihrem Programm und stolpern irgendwann drüber. Bevor man den Schatz findet, meint man, dass es ihn gar nicht gibt. Aber wenn man ihn findet, ihn entdeckt, dann spürt man, dass es ihn gibt. Und dann gibt es andere Leute, die verbrauchen alle 4 Jahre eine Weltanschauung, so spirituell professionelle Leute, die ständig weltanschaulich auf der Suche sind und irgendwann mal auch eine persönliche Erfahrung mit Gott machen. Sie hatten mal einen schweren Autounfall. Und war das eine Art von Nahtoderfahrung, die Sie da dabei hatten? Ja, also ich habe einen schweren Autounfall gehabt. Das Auto hat sich überschlagen. Ich bin selber gefahren aus Leichtsinn. 19 Jahre, man fährt zu schnell.
schüssiger Wegesrand, bin gegen einen Baum geknallt, das Auto hat sich verbogen, ich lag mit dem Kopf nach unten und ein Sanitäter hat mich da rausgezogen und ich war ungefähr 6 Monate lang, wusste man nicht, ob ich es überlebe. Es ist fast symbolisch, dass wir jetzt an Notfallwagen im Hintergrund. Ja. Mit so einem Wagen bin ich dann in Crailsheim ins Kreiskrankenhaus gefahren worden. Und in dieser Zeit habe ich auch selber gespürt, dass ich manchmal richtig 50-50 fühlte, werde ich morgen hier aufwachen oder woanders. In diesen 6 Monaten habe ich vor allem die Psalmen gelesen, Verheißungen der Psalmen. Gott ist mein Licht. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und diese Verheißungen habe ich rot unterstrichen und vor dem Einschlafen habe ich nur die rot unterstrichenen Sätze gelesen. Und ich hatte eine tiefe Geborgenheit. Das war für mich natürlich eine Schlüsselerfahrung, die ist auch heute noch, wie wenn sie vorgestern war. Ich möchte noch mal zurückkommen auf so die Gottesbilder, die so im Umlauf sind, sage ich jetzt mal. Woher kommt das eigentlich, dass bei ganz vielen Leuten, wenn man sie auf den Glauben anspricht oder wenn sie was hören über den Glauben, dass es ihnen da eher eng wird? Ja, stimmt leider. Ich muss diese Leute bestätigen. Es gibt im Christentum sehr viele enge Gruppen, ängstliche Gruppen, engstirnige Gruppen. Das meinen die nicht böse, die geraten so herein durch Eltern oder durch irgendwelche Multiplikatoren. Das ist vertrackt, dass die Religion oft so ein My home is my castle, ich brauche Schutz, Gott ist mein Schutzwall und draußen ist die böse Welt. Diese Gruppen sind oft bildungsfeindlich, wissenschaftsfeindlich und sie verhindern eine mutige, emanzipatorische Persönlichkeitsentwicklung. Und das spüren viele heutige Menschen und deswegen lehnen sie diese kirchlichen oder christlichen Formen, ich sag mal, zu Recht ab. Wie kriege ich denn diesen, wie es Luther gesagt hat, gnädigen Gott? Also diesen Gott, der mich liebt, der mich bejaht. Wie kriege ich den? Da gibt's kein Rezept, das sind so wie das Leben halt spielt. Wie kriege ich den? Die Frage ist zu methodisch. Gell? Das im Leben, wenn wir günstige Umstände haben, deswegen sollten wir mit religiösen Urteilen ganz zurückhaltend sein, denn wir haben die Umstände nicht in der Hand. Wenn mich manchmal junge Leute oder Studierende fragen, Herr Zimmer, warum können Sie so glauben an einen Gott der Liebe? Und wenn mich das jemand ganz tief fragt, dann sage ich, das weiß ich selber nicht. Es ist mir selber ein Geheimnis. Ich darf mir darauf nichts einbilden. Mein Bruder ist außerhalb der Kirche mit 39 an Krebs gestorben. Ich habe ihn auch beim Sterben nicht probiert zu missionieren. Ich weiß nur, mein Bruder war ein genauso guter Mensch wie ich. Offensichtlich hat er schlechtere Erfahrungen gemacht. Er konnte sich aus Gründen, die ich nicht ermessen kann, nicht öffnen für den Glauben. Das weiß letztlich nur Gott. Haben Sie Zweifel manchmal? Ja, nicht ganz tiefe, aber ich habe manchmal Zweifel an bestimmten kirchlichen Dogmen oder Zweifel auch an meiner eigenen Entwicklung der letzten anderthalb Jahre. Waren die wirklich gut? Und dann korrigiere ich mich. Ganz selten habe ich Zweifel, ob es Gott überhaupt gibt. Das will ich Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ein Student kam mal vor 2-3 Jahren zu mir aus einer missionarischen Gruppe. Er studierte Theologie. Es war ein ziemlich frommer Student. Und er war ein halbes Jahr in Amerika, in einer Partneruniversität von uns, kam zurück und sagte bei mir in der Sprechstunde, Herr Zimmer, ich kann nicht mehr glauben, ich bin ein Atheist geworden. Ich war in einem atheistischen Seminar und die haben ja wahnsinnige Argumente, die kennen Sie ja wahrscheinlich, wieso können Sie trotzdem glauben? Und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich was sagen, was diesem Studierenden wirklich hilft. Und dann habe ich spontan gesagt, in dem Terminkalender von Jesus aus Nazareth war ein großer Raum für die Leidenden und Weinenden, für die Mondsüchtigen, die Lahmen, die Aussätzigen. Er hat niemand weggeschickt, er hat sich das Haus einrennen lassen. Und wie viel Raum ist in dem Terminkalender dieser atheistischen Autoren? Wenn Sie genauso viel Raum haben für die Leidenden und Weinenden und Elenden und Kranken, aber ich habe nicht den Eindruck. Und deswegen
bleibe ich bei Jesus und bin resistent gegen atheistische Argumente. In unserer Sendung geht es um Gott, um Gott, der überraschend anders ist, der manchmal so ganz anders sein kann oder ist, als wir es uns denken. Haben Sie da so weitere Überraschungen für uns auf Lager? Wie zum Beispiel haben wir total falsche Vorstellungen zum Teil, wie Jesus gelebt hat und wie er war? Ja, also ich fange mal bei Gott an, gell, weil letztlich geht es im christlichen Glauben um Gott. Wir finden ja in Jesus zu Gott. Gell. Also das erste Überraschende, das wird immer überraschend bleiben, ist, da war so ein brennender Dornbusch, sag ich mal so, und der Mose sieht da mitten im Alltag, sieht er einen brennenden Dornbusch auf dem Sinai. Habe ich übrigens auch schon gesehen. Es gibt nämlich in der Mittagshitze Dornbüsche, die sich von der Sonne selbst entzünden. Gell? Und jetzt sieht er aber, der verbrennt nicht. Das ist mal das Wichtigste. Wir brauchen so einen Dornbusch. Wir können nämlich die Neugier auf Gott nicht selber erzeugen. Wir brauchen ein Phänomen, das diese Neugierde in uns auslöst. Und deswegen sollen wir bescheiden sein. Ohne den brennenden Dornbusch wäre für Mose auch nichts geworden. Und was entwickelt sich aus diesem brennenden Dornbusch? Gott stellt sich ihm hier vor. Er sagt aber nicht, du, ich bin der Schöpfer Himmels und der Erden, ich bin unsichtbar, allmächtig und ich möchte, dass du 8-mal am Tag für mich betest. Also der Gott redet gar nicht von sich selber. Er sagt, ich habe das Elend der Zwangsarbeiter in Ägypten gesehen und jetzt bin ich gekommen, sie da rauszuholen. Und das ist eine Überraschung. Denn Sklaven und Zwangsarbeiter hat keine antike Religion als Problem empfunden. Die großen ägyptischen Tempel, der Ptah-Tempel, hatte über 100.000 Sklaven. Das war Gott wohlgefällig. Aber die Stimme aus dem Busch war schon eine Überraschung. Nämlich, sie ist der Gott der Zwangsarbeiter, der Hapiro, Leute. Das sagen wir heute Hebräer. Hebräer heißt eigentlich Hapiro und das sind Zwangsarbeiter. Als Mose zum Pharao geht, sagt der Pharao, welcher Gott schickt dich? Dann sagt Mose, der Gott der Hapiro, der Zwangsarbeiter. Sagt Pharao, kenne ich gar nicht. Könnte es sein, dass wir zum Beispiel auch in Bezug auf Jesus und seine Lebensweise, auch durch unsere Kultur, wir sind ja geprägt von unserer Kultur, auch teilweise falsche Vorstellungen haben, zu wenig orientalisch denken, vielleicht jetzt in unserer Welt. Nehmen wir schon mal Jesus Christus. Ja. Klingt wie Pontius Pilatus. Man denkt, der ist in Rom geboren. Ja. Wir haben schon den Namen latinisiert, der heißt eigentlich Yeshua Meschiach. Und dann merkt man, hoppla, das ist ein Orientale. Also ja, Jesus war ein Orientale, er kam aus der Provinz, er war ein Bauhandwerker, Jesus kam vom Bau. Und ich finde das Faszinierende an diesem Mann, je älter ich werde, desto mehr komme ich in Staunen, dass er sehr kontaktfreudig war. Er hatte ein großes Interesse bei den Sündern, das waren einfach die Leute ohne Status, sehr niedrig im Ruf, mit denen wollte er erst mal essen gehen. Ich versuche mal ganz knapp einen Überblick. Es gab so abgewertete Menschengruppen. Die Frauen wurden tendenziell abgewertet, Kinder, aber auch Arme, Kranke und Sünder. Und Jesus hatte durch seine Interesse, durch seine Kontaktlust, durch seine Zuwendungslust, er hat sich diesen Menschen betont zugewandt und die Abgewerteten wieder systematisch aufgewertet. Das ist für mich ein unergründliches Qualitätsmerkmal. Und deswegen bin ich sozusagen eine Beute von diesem Mann geworden. Mich würde interessieren, was den Unterschied in Ihrem persönlichen Alltag ausmacht. Also, wie zeigt sich, dass Sie an Gott glauben? Ja, diese Frage ist berechtigt, deswegen will ich mich da auch stellen. Aber man kann nicht alles zeigen. Gell? Es gibt auch Dinge, die kann man nicht so geschwind aufs Tapet legen. Aber die wichtigsten Sachen sind, ich rede immer mit ihm. Also es ist wie, wenn man mit einem Du zusammen durchs Leben geht. Ich bin vorsichtig zu sagen, Gott ist eine Person, weil das Wort Person ist belastet. Aber Gott ist ein Du.
dann habe ich auch den Eindruck, dass Gott meine ganze Wertevorstellung verändert hat. Also sagen wir mal, ich werde achtsamer, sensibler. Es ist mir sehr wichtig, Menschen freundlich zu behandeln. Also so im Lebensstil gibt es viele Dinge, im Urteil vorsichtiger zu werden. Es reizt mich nicht mehr so, mich der Karriere, dem Geld, dem Aufstieg hinzugeben. Ich glaube, dass man sich in diesen Dingen auch ganz schön verlieren kann. Also Gott, ich könnte auch so sagen, hat mein kleines Leben in einen umfassenden Horizont gestellt. Ich habe das Empfinden, mein ganzes Leben ist ein Weg, er hat ein Ziel, mein kleines unwichtiges Leben ist ungeheuer wichtig geworden und ich fühle mich geleitet. Ja, soweit mal. Was glauben Sie, wollte Gott mit Jesus oder durch Jesus den Menschen vor allem mitteilen? Gute Frage, tiefe Frage, umfassende Frage, ja. Was wollte er uns hinterlassen? Ja, ich glaube, Jesus wollte durch die Propheten und am stärksten in Jesus uns zeigen, dass er sich mitteilen will, dass er Kontakt mit uns aufnehmen will, dass wir ihm wichtig sind. Und Jesus war eben ein Mensch, der die Barmherzigkeit vor allem gelebt hat, der Interesse an allen möglichen Menschengruppen hatte. Ja, ich könnte sagen, Gott wollte durch Jesus uns ein kräftiges Stück zu spüren geben, welche Qualität er hat. In Jesus spüren wir etwas von seiner Qualität. Die Sünder damals, von denen er sich hat einladen lassen, haben mehr oder weniger indirekt gesagt, ja, liebe Zeit, die normalen religiösen Leute kommen nicht zu uns, aber du. Und wenn Gott so ist wie du, dann müssen wir völlig neu anfangen. Da müssen wir die Karten neu mischen. Wir haben gedacht, Gott interessiert sich gar nicht für uns, aber du interessierst dich für uns. Und wenn du deinen Lebensstil von Gott hast, dann ist Gott attraktiv. Wann haben Sie zuletzt gespürt, dass Gott ein Ja zu Ihnen hat? Wie merken Sie das? Oh, so ungefähr vor einer Viertelstunde, okay. Weil ich habe zu Gott gebetet und habe gesagt, oh, jetzt kommt eine Fernsehsendung, das ist eine besondere Chance und ich kann das nicht steuern, also sei mal da und hilf mir. Und ja, das spürt man in seinem Gewissen, man kann schon spüren Gott, eigentlich spüre ich ihn jeden Tag. Mhm. Herr Professor Zimmer, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Dankeschön. Bitte. Das Thema überraschend anders, Gott überraschend anders, tun wir vertiefen am nächsten Montagabend über Radio Live Channel. Gott überraschend anders kommt auch in dem Buch «Die Hütte» entgegen. Das ist ein Buch, das in ganz vielen Ländern ein Bestseller war. 10 solche Bücher tun wir verlosen, gesponsert von Gerd Medien. Sie können uns einfach schreiben, bis am nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Am nächsten Wochenende begrüsse ich Darin Baumann zum Thema Mission Guinea. Und in 2 Wochen treffe ich eine Frau, die mit 78 noch ganz viel auf die Beine stellt und Abenteuerliches erlebt. Der Titel dann im 4. Lebensdrittel. Merci fürs Interesse. Auf Wiedersehen.